und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke Randomizer Hardgold. Mann, das sind zu viele Wörter. Mit Mirio und Katze. Ich bin Balui. Mirio. Und wir haben wieder mal ein Telefonat. Das passiert irgendwie ständig, wenn wir die Folgen anfangen. Tom ruft an. Ich bin's, Tom. Alles okay? In letzter Zeit sind wir viele wilde Wingul begegnet. Wilde Wiggler. Zum Glück kann man sie leicht besiegen. In Ordnung. Bleib sauber. Ja. Sag mal, ich muss da jetzt gar nicht weg, ne? Ich kann jetzt auch trainieren. Du könntest theoretisch da weiter. Du hast ja geheilt da, also kann ich auch weiter trainieren. Na, oha. Oh, Level 12. Klar, ne, wenn ich kämpfen will, dann kommt da immer nur der letzte Bullshit vorbei. Level 12 von Macholo hätte ich mir die ganze Zeit gewünscht. Und Macholos kannst du halt wegnuken. Naja, Level 12. Mal gucken, wie viel XP das gibt. Deine haben ja mal 300 gebracht. Wow. Das waren Level 12er. Die anderen waren alle Level 16 und sowas. Oder Level 20. Also immer 300 würde ich auch nicht sagen. Kommt her und lasst euch verhauen von Balui, Balui. Der wird euch nämlich verhauen. Es ist ein Level 17 Tentacha im Raum. Superfischi, Superfischi. Die Meme im Wasser ist auch noch ein. Aber wir haben doch jetzt noch eine andere Arena, wo wir als nächstes hin müssen, richtig? Jawohl, die Frau, wo war das? Da, wo wir das Ampharos repariert haben. Wo wir bei dem Leuchtturm da und so, wo der Medizin... Nee, in der Medizinstadt sind wir gerade. Ja, wir sind jetzt müssen wir wieder zurück. Nee, nicht wieder durch die Scheißwasser, wo ich mich an Ort verschwommen habe. Ach, nimm komm schon. Nimm doch Schutz, dann ist nicht so schlimm. Oder du nimmst eins von unseren Pokémon aus den Boxen, die wir noch nehmen dürfen und versuchst da irgendwo Fliegen zu installieren. Ich glaube, in der Zeit kannst du zurückschwimmen. Da, ein Crit! Wenn das Ding crittet, macht er halt One-Hit. Und manchmal reicht Two-Hit nicht. Warum ist das Crit von Superfischi so übertrieben? Kann ja die Zeit vorspulen, ja, ne? Machen wir es mal ein bisschen schneller. Oha. Kampf, Schnabel, Patz. Gute Nacht. Wollen wir doch mal dafür sorgen, dass wir hier schnell mit dem Level durchkommen. Damit wir dann wieder die tolle... Oh, das Ding ist ein bisschen stärker. Na komm, sag mal. Jetzt darfst du nochmal kritten. Krit doch einfach. Oh nein. Vielleicht sollst du mal wieder heilen, Balui. Nein. Wird überschrieben. Überbewertet. Gib ihm meinen Supertrank. Na gut. Weil du's bist, ja? Dankeschön. Das ist nett von dir. Ja, immer gerne. Oh, ein 25er. Nicht Blubstrahl benutzen. Nee, Säure ist okay. Säure ist okay, sagt er. Nein. Klar, dann kann ich es ja töten. Easy, weg damit. Weggetreten. 75 XP, ach guck mal, das geht ja ruckzuck. Ja, also wenn Blauli es nicht umbringt, was glaubst du, was wird's für ein Typ? Stahl. Stahl haben wir schon. Mist. Flug. Ja, Flug wäre gut. Flug wäre absolut unnütz, oder? Ich bin dafür, dass es ein, heißen sie... Was ist die Entwicklung von Wabloop? Wie fällt Altaria. Ich will, dass es ein Wadribi wird. Gut. Ein Drache wäre wirklich gut. Das wäre cool. Drache wäre richtig Deluxe. Oh. Vor allem so ein Drache, der Schnabel kann. Stell dir mal Rayquaza vor, wie es dir auf einmal mit dem Schnabel einen reinhackt. So. Boink. Es wird ein Regieis, weil es oft vorkommt. Ich glaube nicht. Aber ein Eis ist auch nicht schlecht. Ja, Eis wäre auch cool. Eis ist halt gegen Drachen dann MVP. Weil und dann starkes Elektro-Pokémon. Ja, das stimmt. So, müsste ich jetzt entwickeln, richtig? Ja, komm schon. Jawohl. Drache, jetzt, Eis oder Flug oder Elektro. Ich vier Typen. Geist. Ich will einer Geist von den vier Typen wäre für mich okay. Okay, dann schauen wir nochmal. Hauptsache kein Starter. Vögelchen. Bitte kein Käfer-Pokémon. Oh, ich kann gar nicht hin, das wird ein Shelterra. Das kann kein Zufall mehr sein. Wir haben nicht, ich glaube irgendwie auch nicht. Das kann ja kein Zufall mehr sein. Ich meine, es ist wieder ein Pflanzenstarter. Wir haben jetzt pflanzentechnisch ein wenig ungleich. Haben wir eigentlich für ein Pech. Aber wir haben Pflanzenboden. Wir sind das Pflanzenteam. Ich habe das Gefühl, bei unserer Einstellung, Miri, haben wir irgendwas falsch gemacht, dass die Pokémon in der Serie bleiben müssen. Weil sich Käfer immer zu Käfer entwickeln. Nein, Käfer haben sich ja fast immer zu Käfer weiterentwickelt. Und, nein, die entwickeln sich zu Pokémon, die ähnlich stark sind. Ja, oder so. Und das ist halt wahrscheinlich zufälligerweise immer ein anderer Starter, der eine ähnliche... Der ähnliche Base-Werte hat.
Kacke. Musst du nächstes Mal ganz random einstellen. Nächstes Mal? Du machst mir Angst. Kann das fliegen im Übrigen? Nein, die Antwort ist nein. Was haben wir mit nur Pflanzen-Pokémon? Was haben wir denn noch auf der Box? Gibt's noch irgendwas, das sich bald entwickelt? Carpador haben die Leute gesagt, soll ich nehmen. Wäre doch bei ja. Level 20. Aber das braucht ja mega viel XP. Wir gucken mal. Gucken mal in die Box rein. Ach ja. Traurige Geschichte. Geh mal da weg. Ja, wollen wir da mal gucken. Da wollte ich hin. So. Wir haben Togepi. Level 1. Das ist mit Stern, du. Das entwickelt sich doch sicher bald. Level 20? Ziemlich ja. Bald, oder? Ja, das entwickelt sich bald. Das würde ich mal noch trainieren. Anstelle Podrod? Ja. Was haben wir noch hier? Wir hätten einen Tentacher. Ab wann entwickelt sich das? Das weiß ich nicht. Vielleicht auch irgendwo Level 30, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, sowas in der Richtung. Wann entwickelt sich Retten? Und welche... Na gut, Superfisch Level 6. Okay, das ist Schwachsinn. Schlupp. Tuska. Noch ein Pflanzen-Pokémon, nur so. Retten müsste doch auch relativ früh. Ja, ich glaube auch. Na, wir nehmen erstmal ein Pokémon und gucken mal. Hey, hey, hey. Feuer-Pokémon, Elektro-Pokémon, alles gut, aber nein. Ich muss auf Pflanze sein. Warum auch immer. Kann mal einer gucken, wann sich das entwickelt hier, der Stern? Vielleicht lohnt sich das ja noch zu leveln. Ja, ja, mach doch. Meinst du, instant wird sich das entwickeln? Na gut, ja, wir können ja ein Level mal eben holen. Blum. Entwickelt sich das überhaupt per Level ab? Gute Frage. Entwickelt sich das per Level ab oder mit einem Stein? Oh, in weiß Arme. Einer Bescheid. Wer entwickelt sich per Level ab oder Stein? Derndu. Derndu müsste sich per Stein entwickeln auch. Hallo, hier hast du einen Wasserstein dabei. Sonst musst du das Rettern nehmen. Guck ich. Warum hast du das überhaupt angegriffen? Weil Flucht eh immer scheitert. So. Ein Wasserstein. Ich glaube nicht, dass wir sowas schon hatten, oder? Oder guck mal durch. Durch denn? Die Items. Guck doch mal. Ich. Da. Da. Ein Wasserstein. Gut. Einsetzen. Das ist nice. Okay. Nächste Entwicklung! Das nenne ich Glück. Ich habe zwei Entwicklungen in der Folge. Was? Aha. Aber. Du, guck dir das mal an. Hä? Kann das sein, dass Objekte. Ich glaube, das gibt nicht. Ja, ich glaube, das gibt das. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach, toll. Hey, aber ein Wasser-Pokémon. Ja, stimmt. Na gut, da haben wir ein Wasser-Pokémon. Was soll's? Ich nehme jetzt Schutz, ja? Ich mache diese Route nicht zum 20. Mal. Ja, aber setz bitte nicht Sami nach vorne mit Level 20, weil dann kannst du dir den Schutz in die Haare schmieren. Okay. Oh, jetzt hat Flucht funktioniert. Mach ich, Chefs. Mach ich schon. So, heißt, ist ja egal, ob Super Fischi oder Hundi. Beide Mega-Tanks jetzt. Das ist eine traurige Geschichte. So, hab mich eingesprüht. Jetzt rieche ich besser. Gleich kommt wieder Balui, du musst da aber links und da rechts. Jetzt geht's hier hoch, ne? Geht's wahrhaftig. Guckt mal. Guckt mal, wie schnell ich... Nein! Tut's wirkt nicht mehr. Nice! Ja, davon ist der Strand. Kein Encounter, kein Encounter. Komm, yes. Komm schon. Schön, direkt in die nächste Arena, würde ich sagen. Guten Tag, guten Hallo, hallo, guten Hallo. Willst du nicht ein Pokémon mitnehmen und das leveln? Will ich das?
Für was denn? Also sollen wir das Elektro-Ding wegtun? Katze wollte ja eigentlich das Elektro-Ding weiterbehalten. Weiß nicht. Aber Rettern würde sich halt auch bald entwickeln, ne? Ich glaube schon. Wie viel Level ist das denn überhaupt? Das war Level 10. Entwickelt sich, glaube ich, Anfang 20 irgendwann. Die brauchen alle. Na dann. Anstelle hier das. Weil Surfer brauchen wir ja noch. Denke ich mal. Gut, Rettern, dann darfst du dich entwickeln heute. Aber vielleicht nicht in der Arena. Oder doch? Ich bin nicht sicher, mit was sie anfangen. Egal, ist ja euer Problem. So, ab geht's. Na, 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 du gehst mit Rettern, Gassi, warum? Guck, sieht der nicht süß aus? Nein! Das ist ein Zugluftdackel. Warum gehen wir in den Leuchtturm? Ich weiß nicht, ich geh spazieren. Ach so. Lauli ist einfach nur eine Verwirrung. War das die Arena? War das die Arena? Ja, warte. Hier, das ist der stärkste Encounter. Oh, du hör mal, ich bin auf der Suche nach einem Pokémon. Wenn du ein Krabbi dabei hast, tausch es gegen einen Voltuball. Ja, nee, vergiss es. Aber leider nicht. Weil aber hier, der drüben, der schenkt mir jetzt was. Der schenkt mir was. Bin ich mir ganz sicher. Die der Angel. Schenkt Klau dem Kind den Lolli. Ich habe ganz viele Sticker von meiner Schwester bekommen. Hier, gib dir ein paar davon. Siehst du? Hoch, hast du etwa keine Stickerkoffer? Schade. Warte, was? Es gibt Stickerkoffer? Stickerkoffer. Nein, ich wollte ein Stickerkoffer. Absolut Sticker-Shit. Wenn ich umgezogen bin, macht mir mein Papa immer sofort eine gruselige Geschichte Angst. Oh, gute Erziehung. Auf dem Weg nach Moon City gibt es 4 unbewohnte Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung dorthin geschickt. Das kann ich verstehen. Monika ruft dich an. Nee. Oh, du hast Handyempfang ging nur im Haus. Ja, Handyempfang war nur im Haus. Dann war weg. So, wo ist die Scheiß-Arena jetzt? Da. Guten Hallo. Ich hoffe, ihr habt im Level weniger als die vorhin. Ach, hä? Bist du auch in Arena leider? So, du bist wirklich gekommen. Du magst der Arena-Leiterin vielleicht geholfen haben, aber in der Arena gilt immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Danke. Also lieber gar nicht. Danke, ich gehe auch wieder. Arsch. Kann ja mal nett sein zu mir. Was ist das hier, Eis-Arena? Hehe, du hast mir im Leuchtturm bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um im Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Sag mal, will hier irgendwer gegen mich kämpfen oder wollen die mich nur zulabern? Die wollen dich nur zulabern. Oh nein, glaube, nein. Nein, nein, ich will nicht jetzt schon ich will nicht jetzt schon den Arena-Kampf machen. Das ist nicht aber gut. Aber neu. Ich soll jetzt instant in die Arena. Ach, du Kacke. Oder du könntest Rette noch trainieren. Oh, du hast es kaputt gemacht. Yay, yeah, okay. Das speichern ich einmal. Liebe es. Ach ja. Gute Geschichte. Boah, wir spielen schon 18 Stunden. Wann sind wir langsam? In der Nuzlocke würde ich jetzt nicht sagen, dass wir langsam sind. Außerdem ist ja auch gedönst hier. Gedönst. Diese gute 3D-Animation von einem Hutut. Hutut? Hutut. Hutut. Gut. Du könntest auch Retten trainieren. Aloy. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich dir das Leben nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle zum Typ Stahl. Katsching! Hast du von diesem Typen schon gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnet. Und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark in Ordnung. Das ist mein voller Ernst. Stell dir einfach mal vor, du hättest einen Banker, der den ganzen Tag über irgendwelche Sachen von seinem Beruf erzählt. Dann gehst du mit ihm irgendwann mal zu seiner Arbeit und er ist in Wirklichkeit Bäcker und nicht Banker, weil er irgendjemanden randomized hat, sein Leben. Ein Pupita. Gefährliche Geschichte. Wait a minute. Pupita ist aber näher an Stahl dran, als mir das lieb ist. Na, wenn du das sagst. Vor allem sind die Level 30. Ja, äußerst unhöflich. Warum auch nochmal trainieren davor? Ich hätte doch nur Rettern trainiert. Wir müssten alle Pokémon langsam mal wieder trainieren. Wir hängen nämlich mit vielen Pokémon völlig zurück. Und dadurch, dass wir jetzt 2 Pokémon, die Gras sind, die auf Level 30 plus sind,
haben, haben wir ein unglaubliches Problem, wenn wir irgendwas, was gegen Pflanze gut ist, haben. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das wäre eine dumme Geschichte, Bro. Porenta. Das ist mir auch erstmal egal. Weiterkämpfen. Porenta wäre aber... Cool. Du hast ja bei beiden Kampfangriffe. Ja. Na, warte mal, ist Porenta Flug? Oder ist Porenta normal? Eine gute Frage. Sein, oder? Dann Vögelchen. Ich verprügel es einfach. Da deine Lauchstange. Genau. Das Lauchboy. Oh. Ist deine Lauchstange. Es ist normal. Okay. Gut, aber Leute, meine Folge ist zu Ende. Oh. Wie traurig. Deswegen gebe ich jetzt weiter an Miri. Die darf wieder den Arena-Kampf zu Ende machen. Arena-Kampf, und gucken, ob das letzte Pokémon ein legendäres ist. Weil sie hat da immer so Glück. Ich danke fürs dabei sein. Macht gut, bis zum nächsten Mal. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Oh, tschüss.